Viele von euch haben kein Verständnis dafür, dass von uns derzeitig das volle Programm verlangt wird. Wir fahren fast 100% unserer Leistung und wir erleben gemeinsam, dass die Züge leer sind bzw. mit so wenigen Reisenden besetzt, dass es sich nicht nur nicht lohnt, sondern die Frage auftaucht, warum tun wir das? Warum sind wir mit so vielen Zügen unterwegs, obwohl sie nicht gebraucht werden? Deshalb haben wir gestern im Verkehrsministerium und schon seit Beginn der Woche von der Deutschen Bahn AG verlangt, dass der Verkehr reduziert wird. Sowohl der Fernverkehr als auch der Nahverkehr muss nach unten gefahren werden. Wir alle wissen, dass auch uns der Krankenstand erreichen wird. Wir sollten nach unserem Verständnis auf ca. 50% des derzeitigen Fernverkehrs zurückgehen. Wir benötigen dringend Reserven. Die Lokführer und Zugbegleiter sind erschöpft. Wir müssen Kolleginnen und Kollegen freistellen. Und es gibt ausreichend Instrumente, dass das nicht zum Nachteil derjenigen stattfindet, die ihre Haut zum Markte tragen. Deshalb unsere klare Forderung auch gegenüber der Deutschen Bahn AG. Reduzieren Sie den Fernverkehr und lassen Sie auf den Zügen nur das Nötigste, was an Personal für die Durchführung des Transports erforderlich ist. Wir haben keinen Verpflegungsauftrag, sondern wir haben einen Transportauftrag. Das muss die Maxime sein. Deswegen sind Lokführer und Zugbegleiter in erster Linie gefordert, den Eisenbahnverkehr sicherzustellen. Die frei werdenden Lokomotivführer und Zugbegleiter sollten einerseits in eine Erholphase eintreten, andererseits sollte schnellstmöglich das, was notwendig ist, an Streckenkenntnis oder Baureihenkenntnis erarbeitet werden, damit wir flexibel in allen drei Transportbereichen tätig werden können. Nach jetzigen Informationen wird der Güterverkehr zunehmen, weil wir den großen Teil dessen, was auf Straßenverkehr nicht mehr möglich ist, übernehmen sollen. Darauf muss man vorbereitet sein. Allein aus diesem Grunde brauchen wir Reserven. Wenn wir selbst mit der Krankheit konfrontiert werden und dadurch die Leistungsmenge, die wir zu fahren haben, nicht mehr bewältigt werden kann, müssen wir klug genug sein, vorher zu reduzieren, um Reserven zu haben. Wenn wir Glück haben, sind die ersten wieder gesund, bevor die zweite Welle in die Krankheit kommt. All das scheint nicht in jedermanns Kopf eine Rolle zu spielen. Bisher erleben wir nur, dass die Zugpersonale hochdisponibel zu jeder Zeit und an jedem Ort zum Einsatz kommen sollen. Die GDL verlangt von allen Arbeitgebern, dass sie sich Gedanken darüber machen, dass hinter denjenigen, die den Transport aufrechterhalten, Menschen sind, die sich um Familien kümmern müssen und auch um Kinder. Deswegen ist das oberste Gebot, stabile Einsatzpläne zu haben. Es geht nicht darum, welche Leistung wir fahren, an welchem Tag und was im Rahmen des Dienstverlaufes tatsächlich gefahren wird, sondern es geht darum, dass auch diese Menschen, die hier als Helden des Alltags unterwegs sind, eine Sicherheit haben und disponieren können, was ihr privates Umfeld betrifft. Die Maxime muss nicht sein, Hyperflexibilität ist die einzige Lösung, um durch diese Krise zu kommen, sondern die Maxime muss sein, Wertschätzung und in erster Linie an die Menschen denken, die zusätzliche Risiken übernehmen, damit der Eisenbahntransport und der Personenverkehr in diesem Lande aufrechterhalten werden kann. Diese Botschaft und diese Forderung geht an alle Arbeitgeber in diesem Land. Sie ergeht aber auch an diejenigen, die Verkehrsaufträge vergeben, an Länderverkehrsminister und an Aufgabenträger. Lassen Sie den Eisenbahnverkehr so vernünftig reduzieren, dass die Menschen draußen zufrieden sind und diejenigen, die in kritischen und systemrelevanten Berufen unterwegs sind, auch eine öffentliche Verkehrsversorgung haben, aber nicht, dass wir leere Züge durch das Land fahren und dabei die Personale, Zugpersonale verschleißen, die am Ende des Tages die Grundversorgung aufrechterhalten sollen.